So, ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Redstone-Tutorial, beziehungsweise das ist eigentlich mehr jetzt ein Redstone-Grundkurs und ja, die Redstone-Kenner können jetzt eigentlich dieses Video überspringen und ja, ich finde, das ist auch relativ fair, dieses Video hier zu machen, weil ich meine, nicht jeder kennt sich mit Redstone super aus und ich musste mich ja da auch mal reinarbeiten, ne? Und musste dann auch erstmal viele Videos gucken, um das überhaupt zu kennen. Dieses Video soll das eigentlich relativ kompakt alles zusammenfassen. Es wird ein Zweiteiler wahrscheinlich. Ein Video jetzt nur über Redstone und Redstone-Sachen und dann noch über zweite Video über Pistons, Hebel, Türen, Falltüren etc. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Ich habe hier was Schönes aufgebaut. Voilà. Vorab zum Redstone. Wer Redstone nicht kennt, das ist ein rotes Erz, das blende ich hier gerade mal ein. Und das findet man überall irgendwie in Höhlen oder sonstigen, wenn man sie einfach tief runtergräbt. Das Ganze sieht dann so aus. So, dann nehmen wir uns hier gerade mal eins. Wunderschönes Erz hier. Dann zeige ich das ganz kurz mal hier. Redstone an sich sieht erstmal ganz normal so aus hier. Der verbindet sich, wenn zwei nebeneinander sind. Also so verbindet er sich nicht, aber so verbindet er sich. Der kann auch um Ecken gehen und sonstiges. Das geht alles. So macht er einen Kreis zum Beispiel. Das ganz am Anfang. Redstone ist wie ein Kabel eigentlich. Ein Stromkabel. Und ein Stromkabel kann immer mit Strom versorgt sein oder eben auch nicht. In diesem Fall ist es hier nicht mit Strom versorgt. Das sieht man daran, dass der so dunkel ist, der Redstone. Das heißt, der ist nicht bepowert oder deaktiviert oder wie auch immer. Redstone verbindet sich auch über Blöcke immer in einem Block höher. Es sei denn, wie hier, ein Block ist dazwischen, so hier an der Kante. Ein Redstone, nochmal vorab auch, nimmt auch keinen ganzen Block ein, sondern nur so ein kleines Stück und hat ähnliche Eigenschaften wie Fackeln. Zum Beispiel, wenn ich einen Block darunter jetzt wegreiße, ploppt der Redstone auf. So, das war's ganz grundsätzlich zum Redstone. Das nächste, was wir haben, ist die Redstone-Fackel. Die Redstone-Fackel wird mit einem Stick und einem Redstone gecraftet. Dann nehmen wir uns hier auch gerade mal eine. So, die Redstone-Fackel ist eigentlich zum Bepowern von Redstone da. Ich kann das ja ganz kurz mal zeigen. So ist er deaktiviert und jetzt, ha! Er hat seine Farbe geändert und da steigt auch sowas, blubbert sowas Komisches auf. Das ist jetzt, der Redstone ist jetzt aktiviert. Jetzt könnte man ihn benutzen sozusagen für Stromleitungen und sonstiges. Diese Entfernung reicht 15 Blöcke weit. Hier hört es schon auf, sieht man an der dunklen Farbe. Und es wird auch immer dunkler, das merkt man. Ich kann es ja ganz kurz mal von oben zeigen. Das wird, da hinten ist es ganz hell gewesen, orange fast. Und hier wird es immer dunkler rot. Ich kann es ja ganz kurz zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ja. Dann kommen wir gleich mal zum ersten kleinsten Mini-Redstone-Trick. Das ist der Inverter. Der Inverter funktioniert nach folgendem Prinzip. Ein Redstone kann nicht nur irgendwie Pistons oder sowas bepowern, sondern auch Blöcke bepowern. Und an diesem Block hängt eine Fackel. Der Block wird gleich hier von diesem Redstone bepowert, wenn ich da hinten eine Fackel setze. Das mache ich gerade mal eben. So, jetzt wird dieser Block bepowert. Dadurch wird diese Fackel auch bepowert. Dadurch hat die Fackel keinen Saft mehr. Und dieser Redstone ist ohne Power. Achtung, nochmal. Mach den mal weg. Da sieht man es. So, okay. Habe ich natürlich mich wieder dämlich angestellt gerade. So, natürlich wieder ordentlich. Und wieder hin und da sieht man, es geht wieder aus. So, auch wenn ich hier das wegmache und nochmal neu setze, geht es direkt wieder aus, hat man gesehen. So, das hier ist eine Leitung nach oben, sage ich mal. Funktioniert nur nach oben, nicht nach unten. Ist aber nach demselben Prinzip wie hier der Inverter. Sind eigentlich Inverter. Man hat hier einen Block, setzt eine Redstone-Fackel drauf. Die aktiv bepowert diesen Block. Der Fackel hier drauf wird, geht aus, wie bei dem Inverter hier auch. Und der bepowert diesen Block nicht. Dadurch ist die wieder an und darüber der bepowert wieder und so weiter und so fort. Das kann man immer weiterführen, ewig weiter nach oben. So. Und dann kommen wir gerade mal zum letzten großen Redstone-Werkzeug. Das ist der
Repeater. Die Repeater, hier, der wird unten mit drei Steinen gecraftet, dann an der Seite zwei Redstone-Fackeln und in der Mitte ein Redstone. Ich kann das ja mal ganz kurz hier nochmal demonstrieren. Nach 15 Blöcken hört das ja hier auf, das Redstone-Signal. Wenn wir aber jetzt hier an meiner schönen Markierung einen Repeater einsetzen, zum Beispiel, sieht man, dass hier das Signal wieder genauso stark wird wie direkt nach der Fackel und wieder 15 Blöcke weit reicht. Und jetzt ist hier nicht dunkel, aber da dunkel. Das heißt, er verstärkt das Signal. Außerdem ist ganz besonders am Repeater, der Repeater ist einseitig. Mit anderen Worten, ich kann, wenn ich. Ich kann das ja ganz kurz mal zeigen. Wenn der Repeater von dieser Seite hier bepowert wird, geht der Strom durch. Wenn aber der Repeater von dieser Seite bepowert wird, geht der Strom bis zum Repeater und der Repeater ist so rum geplantet worden und dadurch blockiert er hier. So, das gerade mal dazu. Okay. Dann als nächstes noch eine schöne Eigenschaft vom Repeater ist, der Repeater, da hinten, so, der Repeater kann zwei Blöcke bepowern, die übereinander sind. Hier habe ich jetzt einfach mal so ein kleines Loch gegraben. Hier. So, ich will das jetzt gerade mal hier demonstrieren, ganz kurz. Habe ich mir schon was ganz Kleines überlegt. So. Jetzt bepowert er diesen Block und den Block darunter. Das funktioniert aber nur, wenn dieser Block da ist. Wir können das ja ganz kurz mal zeigen. Ihr seht, da hinten ist das jetzt aus. Wenn ich jetzt den Block hier setze, geht's an. So, und oben drauf auf dem Block wird das auch aktiviert, sieht man ja gerade hier. So. Okay. Und dann noch eine Sache, die allerletzte Sache, die auch wieder zum Repeater ist. Bei Redstone-Sachen, Redstone-Schaltungen generell, zählt man immer in Ticks. Ein Tick, ein Repeater hat immer eine Verzögerung von einem Tick, egal wie. Er hat immer eine Verzögerung von einem Tick. So, dann kann man mit einem Rechtsklick ihn verstellen. Ein Rechtsklick hat er zwei Ticks. Noch ein Rechtsklick hat er drei Ticks. Und dann hat er vier Ticks. Wenn ich jetzt nochmal klicke, hat er wieder einen Tick. So, das will ich hier gerade mal zeigen. Dazu nutze ich gerade mal kurz hier den Inverter. So, den bauen wir ganz kurz hier mal zusammen, damit wir das einfach besser sehen können. So. Und ich mache hier einfach auf der Seite 4 mit einem Tick und da einen mit 4 Ticks Verzögerung. So. Dann hätten wir das aufgebaut und Achtung, sie gehen gleichzeitig hinten aus und gleichzeitig wieder an. Gleichzeitig aus, gleichzeitig an. Ja, das war's eigentlich zum ersten Redstone-Tutorial. Ja, es war jetzt eigentlich nur so ein ganz, ganz Grundvideo zu Redstone. Also, die meisten dürften das eigentlich schon wissen, aber man darf nie vergessen, es gibt immer wieder Einsteiger bei Minecraft, die sowas natürlich auch alles lernen wollen. Oder Einsteiger bei Redstone, die sich vorher das irgendwie nicht angucken wollten oder so. Und ich würde da eigentlich schon gern Rücksicht nehmen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wo es dann um Pistons, Türen, Falltüren, Knöpfe, Hebel, etc., Druckplatten, bla bla bla, etc. pp. Geht. Ja, und danach werde ich wahrscheinlich noch so kleinere Schaltungen wie den T-Flip-Flop oder sowas erklären oder Speicherzellen oder sonstiges. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Redstone habt, ein Video nicht verstanden habt zu Redstone oder generell irgendeine Schaltung haben wollt, die ich euch machen soll, und die ist irgendwie eine gute Idee oder sowas für ein Video, schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schreibt bei Twitter oder bei Facebook oder überall irgendwo was hin und dann werde ich mal gucken, das werde ich bestimmt finden und ja, dann werde ich dazu wahrscheinlich mal ein Video machen, wenn das denn eine gute Idee ist und ein sinnvoller Beitrag. Ja, das war's von diesem Video. Wir sehen uns. Ciao.